Die Liechtensteiner Sia Foundation veranstaltet dieses Jahr bereits zum vierten Mal den Opernmeisterkurs. Zusammen mit dem weltberühmten Kammersänger Francisco Areiza und dem Schauspieler Peter Ahrens würden 16 Teilnehmer aus allen Herren Ländern an dem Kurs teilnehmen. Was kann man sich denn unter einem solchen Kurs vorstellen? Harte Arbeit. Harte Arbeit an der Stimme, harte Arbeit an der Kondition, harte Arbeit an der Darstellungstechnik, harte Arbeit an der Art der Einstudierung, Stilistik, also allumfassend. Welche Aufgabe hat denn die Foundation? Die Stiftung hat Ziel, und Ziel ist, junge Musiker aus der klassischen Musik im Klavierfach, im Gesangsfach auszubilden, weiterzubringen und für Auftritte zu sorgen. Nein, das gehört ja zum Weiterbringen. Beim Schlusskonzert am 1. Oktober im Eschner Gemeinsaal werden am Abend zwei Opern dem Publikum vorgeführt, nämlich Faust von Charles Gounod und Don Carlo von Giuseppe Verdi. Wie schwierig ist es denn gesehen, die zwei grossen Opern auf einen Abend zurecht zu machen? Ja, es ist schon schwierig, aber ich glaube, die Lösung, die wir jetzt gemacht haben, ist fantastisch. Ja, also es wird trotzdem, geht ein bisschen mehr als eine Stunde, aber die ganzen Stücke, man macht schon das ganze Stück, nicht nur Teile draus, und eben die Verbindung mit diesen Texten von Goethe und von Schiller, so versteht man die ganze Oper, und auch musikalisch ist wirklich ein großer Bogen über das Ganze. Und wie habt ihr euch musikalisch denn drauf vorbereitet? Es fängt dabei an, wenn man die Stücke auswählt, natürlich mit einer Reise zusammen, und dann mit den Sängern das einzustudieren, und ich wirke da auch als Pianist mit. Also ich spiele dann bei diesen zwei Opern und mit einer Kollegin zusammen, weil es ist für eine Person allein ein bisschen zu lang. Ja. Also heute war ich so von 10 bis 1 dran und von 2 bis 6. Auch ein Liechtensteiner ist bei den Meisterkurs dabei. Cassandra hat ganz einen tollen Weg gemacht, und vor allem durch ihre Erfolge, die sie bei der letzten Klavierkonzert hatte, das ist sensationell, und da freut sich die Stiftung natürlich drüber und ich mich natürlich ganz besonders. Sie